Es geht weiter, immer heiter. Zurück im Wassertempel bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und heute wollen wir versuchen, die restlichen, naja, Mechanismen oder Öffnungen hier noch zu aktivieren, die wir brauchen, damit dann alle 5 Krüge da gefüllt sind. Und nur wieder der Schlammdorf vernichtet werden kann. Also zumindest so irgendwie auch meine Hoffnung ein bisschen. War ich noch gar nicht, oder da hinten? Fällt mir mal eben so auf. Ja, vor, wenn sie oben wieder mal ein paar Wasserfrüchte gäbe. So, da wird doch sicher einen Grund dafür haben, ne? Oh! Jawohl! Der beste Grund überhaupt. Eine Truhe. Eine klitzekleine Truhe. Was ist da wohl drin? Ein Zora-Schild mit einem Schildblocker. Jo, kann man machen. So, jetzt aber wegen mal darüber. Und gucken, was hier so abgeht. Was ich im Wassertempel ein bisschen seltsam finde zu erkennen, ist, wo es wirklich weitergehen soll. Das ist alles irgendwie so undurchsichtig gefühlt. Dass ich genau weiß, okay, soll ich jetzt da hoch oder darin? Zum Teil sind die Öffnungen echt nicht so einfach zu erkennen. Andererseits, dass da drüben noch 2 Stück sind. Ne, einer war es, wa? Hä? Wird es nicht mehr drin? Okay, krass. Ich bin zu hoch oben. Was ist mit diesem seltsamen Stein hier los? Könnt ihr überhaupt was machen oder so? Das Grün sieht einfach so seltsam aus, aber ich kann da nichts machen. Damian kommt ja von oben nach unten und was. Ah, der kommt von da, okay. Da ist natürlich auch praktisch. Das ist weniger praktisch. Ja, was stimmt. Wieder so etwas, okay. So, sich mal umgucken, ne? Da ist ein Ding, da ist klar. Die Frage ist, wo es da reinkommen soll. Da ist noch einer, der scheint aber relativ klar zu sein. Obwohl er offenbar das ganz anders macht. Lustig. Von hier aus kann ich alles überblicken. Beziehungsweise kommt natürlich von hier relativ easy nach darüber. Machen wir erstmal das. Ein bisschen stärkeren Bogen hier.
So, das ist logischerweise auch noch ein Mechanismus. Okay, ihr dürft wohl aber dasselbe Prinzip sein. Einfach halt irgendwie dafür sorgen, dass das Teil anhält. Hier kommt auch eine Wasserblase raus, wozu auch immer. Ah ja. Das ist klar, was er da machen soll. Oh, ja, nicht so. Nein! Oh Mann! Ich hab so lange gewartet, ey. Wobei ich mir zu Recht die Frage stelle. Ah, warte mal. Also jetzt die Frage stellen, wie ich da überhaupt ohne Wasserfrüchte hochkomme, käme. Sprich, ohne Sidon, oder mit Sidon, auch mit Sidon, kann ich irgendwie so eine Macht oben aktivieren. Junge, komm da runter. Sidon, hier bin ich. Meine Güte, manchmal. Der Junge. Mit der Macht des Wassers. Da waren sie noch zwei. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Ja, und ich hoffe, der Gehalt der ganzen Springerei hier wird uns nicht irgendwie plötzlich speiübel. So, dann mal wechseln. Das sind ja eher leicht zerbrechliche Dinger. Das waren diese Bögen. Oh, Eisfrüchte, sehr gut. So, den hätten wir. Da kommen wir dann. Hä? Wieso ist der wieder da? Hat er vorhin platt gemacht? Hey, spawnt ja wieder neu? Creepy. Oh. Von ja gar nicht gesehen. Bestimmt ein Grund. Achso, der hätte doch eigentlich auch rüberkommen können. Lustig. Der ist sogar noch ein Feuerviech. Sidon, wo bist du? Ah, da. Komm wieder mal zu mir, Alter. Das ist halt immer noch etwas, wo ich leider sagen muss, liebe Entwickler, bei aller Liebe mit Tears of the Kingdom. Aber das Spielprinzip coole Aspekte hat und so, oder generell cool ist, aber etwas, wo man einfach sagen muss, sorry, das ist auch bescheuert, ist die Tatsache mit den Fähigkeiten. Also nicht generell die Fähigkeiten, sondern die Art und Weise, wie man sie einsetzt. Weil das war im BOTW wesentlich praktischer. Da du das Ganze einfach über die Digi-Sticks ausgelöst hast, oder über Steuerkreuz, wenn du so willst. Und hier musst du zum Teil einzeln ansprechen, nicht immer. Hm? Zum Beispiel Toolin im Flug muss nicht direkt ansprechen. Und hat alles im gleichen Knopf machen muss, ist ein bisschen doof. Finde ich persönlich. So.
Was machen wir da? Was machen wir da? Natürlich jetzt da wieder so einen coolen Schild. Doppelter Solanium-Schild, wenn man so will. Den komplett gestörten Solanium-Schild. Ja, komm. Bin ja bei den Zoras, ne? Also. Ah, genau. Hier wollte ich eigentlich gucken. Also käme ich hier auch hoch, eh? Okidoki. Trotzdem ein Problem noch, und zwar, wobei, das heißt Problem. Problem wäre die Probleme. Immer Probleme. Wir lösen Probleme, wir verursachen keine. Jetzt muss man schnell darüber. Tulins Fähigkeit ist halt sicher diejenige, wo man sagt, ja, die ist praktisch. Und eigentlich immer praktisch. Die anderen, naja. Je nachdem halt. Ups. Oder. Ist ja gar kein Strom drauf. Wasserkraft vielleicht? Oder aber da oben? Nee. Hä? Ich versuch's nochmal mit seiner Kraft hier. Ist der Wasserstrom, wenn der ein bisschen näher dran wäre. Aha. Ja, wenn der ein bisschen näher dran wäre, wa? Das Wasser fließt durchs Brett durch. Okay, nicht schlecht. Wo ist das zweite Brett hin? Ah, da. Okay, mit Wasserkraft klappt es fabelhaft. Zumindest meine Theorie. So, jetzt haben wir nur noch das Problem. So wäre es eigentlich am praktischsten. Mein Verbinden hier, da wird mir nicht viel bringen. Ich kann es schon dran machen, aber bringt nicht viel. Obwohl ich durchaus drehen kann, ne? Da ist nicht das Problem. Aber ich würde mal, der muss permanent oder Wasserkraft sein. Vielleicht. Ich habe gerade überlegt, mit dem Schwebestein ihn zu befestigen, aber warte mal, ich glaube, es geht dann anders. Also die Lösung mit dem Schwebestein, die sehe ich irgendwie schon. Ich muss aber andererseits auch sagen, dass ich ja ansonsten gar keinen Schwebestein hier habe. Ich darf zu sagen, ja, das Spiel... Ich meine, ich könnte es machen. Klar, ich könnte es machen. Jetzt fehlt mir hier etwas. Wenn das Ding läuft, dann muss man keine Sorgen machen. So ein bisschen hässlich, wie ich es gebaut habe, aber scheißegal. Oh, da etwas, was da leitet. Ich meine, klar, ich könnte es versuchen. Leitet der überhaupt?
Nee, eben nicht. Das ist das Problem. Aber ich hatte doch hier nur zwei Platten. Und ja, ich kann mir immer etwas Eigenes dazu holen. Das ist das Problem tatsächlich. Natürlich jetzt vielleicht auch einfach eine Platte abmontieren hier. Mal nicht runterfallen, links und die Platte auswählen. Gerade vielleicht reicht der Schwung noch dazu. Ich will natürlich reich mit einer, dann ist cool. Die Platte geht nicht. Hä? Leider keinen Strom. Toll, das, wo ich jetzt mit einer geschafft habe. Solange das Ding da, weiß ich auch nicht so ganz. Hä, wo ist das Ding überhaupt hin? Ah, da. So ist sie auch nicht, ne? Ich bin gerade ein bisschen doof, Freunde. Sorry, aber ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll. Vor allem, ich habe hier noch so eine scheiß Blase, wenn ich weiß, was ich eigentlich machen soll. Eine geht nach unten, da wollen wir auch noch nicht. Ist da oben wieder noch etwas? Nehmen wir auch so kaputt aus, wenn die Ehre sein soll. Hä, was will mir das Spiel damit sagen? Nee, da ist noch kein Strom, da ist ja klar, aber... Dass ich das Wasserkraft hier schon benutzen soll, wenn ich jetzt irgendwie auch creepy. Nee, warum auch? Ja, wir haben ja hier gar kein Verbindungsstück dafür. Also angeblich nicht. Aber die kann ich nicht benutzen dafür. Hätte er schon. Wow. Ja, Wasser leidet, da ist mir irgendwie auch bewusst. Aber wir haben es halt früher immer nur mit den Dingern gemacht. Zu, okay. Ja, ihn ist halt deswegen seltsam.
Haben sie immer mit den Platten gemacht, dass die jetzt hier nicht gehen. Das war das, was mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Oh! Alter, was ist da runtergefallen? Sidon, wir müssen uns beeilen, Kumpel. So. Hätten wir auch den? Fehlt mir noch einer. Super! Einen einzigen noch, Link. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wie ich da hinkommen soll. Das sind doch die beiden Platten eigentlich gedacht gewesen für das Teil da drüben. Wann haben sie es mit einer geschafft? Naja, gut. Also, es geht hier ums EG, UG. Angeblich geht es nur bis hier hin. Ist denn hier etwas, wo ich da runterkäme? Eigentlich nicht, oder hier hoch? Also so ein Monster. Haben da vorhin platt gemacht und nicht? Immer wieder creepy. So. Dann wieder hier runter. Wo wir schon mal waren, wo zwar Sid und aus irgendeinem Grund nicht mitkommen wollte. Also jetzt mal nicht an sich hier Sid und Macht nutzen kann. Mit dem Wasser, der ist ein bisschen creepy. Jetzt Sidon. Jetzt hast du es geschafft, gut gemacht. Da komme ich so durch, weil ich Wasser drin habe. Oh. Nice. Und zwar allerdings ohne Sidon hier. Soll ich irgendwas draufpacken oder so? Musik immer so ganz verstörend. So. Gar nicht aktiv, ne? Lange drauf stehen kann. Ja, die Kugel zurückbringen, ne? Da ist natürlich. Muss auch noch irgendwie hinkommen. Weit weg, ne? Wobei, so geht's. Okay. Nein. Ah, Mann.
Wieso geht das nicht? Was du da machen könntest, ist den einfach deaktivieren. Aua. Mich fast dabei auch deaktivieren. Ups. Großunanium, danke schön. Perfekt. Ah ja, okay. Dann war ja hier meine Intention, den einfach dran zu minden, gar nicht mal so übel. Sidon? So, Freunde, zwei Parts gebaut für den Tempel. Ja, die sind halt aber nicht mehr so groß wie früher. Gut, alle sind bis zum Rand gefüllt. Nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden. Und den Endboss besiegen. Ah, natürlich ist eine Situation, warum man sich fragen kann. Wegen der Partlänge, aber ich muss noch weitermachen. Wir sind gerade mal bei 28 Minuten jetzt schon zu beenden und sagen, ich mach den Endboss in der nächsten Folge. Nee. Das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das mit dem Master schwer, ne? Der muss trotzdem sein. Und wir gucken mal, was der Endboss überhaupt ist. Oh, der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Oh. Pass auf! Octokos, Peiniger des Wassertempels. Ernsthaft? Du dreckiges Ding! Du bist schuld! Wie gesagt, hässliches Ding. Komm doch! Wir zeigen wir es! Sidon spricht mich nicht für mich mit, ja. Du packst das weg! Naja, was auch sonst. Spitze! Das hat geklappt! Kann ich da mal stehen bleiben? Oh, schade. Hä? Die Musik. Muss näher ran, wa?
Mein Schild ist weg, mein Schild ist weg. Geht's dir gut? Naja, kein Problem. Achso, ihr könnt ja eigentlich wieder mal die bessere Rüstung anziehen, wa? Ah, okay, gut. Ich dachte, vielleicht wartet das lange, bis ich... Naja, ich weiß schon. Bis ich soweit eigentlich durch wäre. Wenn genug Schaden angesteckt hat, aber nee. Das geht ein bisschen anders. Wow. Bisher würde ich sagen, der einfachste Boss von allen. Was macht er jetzt? Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen. Haben wir vorhin auch schon gemacht. Also gut. Es regnet Schlamm. Nimm dich in Acht. Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wir ihn nicht. Der Schlamm macht uns langsamer. Können wir nichts dagegen tun? Jein, weil ich will nicht meine Wasserflöte verbrauchen, ganz ehrlich, Alter. Jawohl. Also nicht, wie schnell er hier einen neuen Schlamm generieren kann, aber sonst habe ich ein Problem. Nee, warte mal. Der geht nur in eine Richtung. Ja, gut, ich dachte, ihr könnt drüber springen, aber irgendwie. Ja, ist ein bisschen nervig. Ich meine, ja, mit den Wasserfrüchten, klar, könnte ich machen, aber dann sind auch meine Wasserfrüchte weg. Aua. Schade. Ja, drüber springen klappt eigentlich schon, muss nur das richtige Timing haben. Das Masterschwert ruht und schöpft neue Kraft, du du du. So. Das heißt jetzt hier auch stärker. Ja, komm nur her. Traust du dich nicht, oder? So, das war's. Eben mit Wasserfrüchten, mit Pfeilen kannst du das ganze Areal säubern. Aber ansonsten, so wie er aussieht. Viel heiße Luft und nichts drin.
Aber explodieren kann er, wenn ein großer. Wundervoll. Sidon aus dem Dorf der Zoras. Das schwert immer noch. Bei Nessa hat seine Angriffskraft. Ja, ist immer noch ein bisschen erhöht, lustigerweise. Ein Herzcontainer. Immer die erste Reihe. Ja gut, das geht ja bis 20, haben wir gesagt. Neuerdings. Also gibt es 40 Herz insgesamt. 10 mehr als eigentlich zu Beginn des Spiels, aber egal. Sidon. Sidon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme, die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule und die Weise des Wassers. Du kämpfst wie das Wasser selbst, fließend und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Zoras. Das schmutzschweinende Monstrum, das ihr besiegt habt, es diente dem Dämonenkönig. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja. Beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein. Drum höre nun, was ich dir zu erzählen habe. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden. Da streckte das Böse seine Pranken aus, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Doch Rauru, Hyrules erster König, scharte 6 Krieger um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig unmöglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Und kurze Zeit später, da besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ihr Besuch war es, der den Zoras ihre Bestimmung auftrug. Irgendwann wird das Siegel brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten, doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich,
Leiht dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird deinem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet, und doch, der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sedon, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich bin dazu bestimmt, gemeinsam mit Link zu kämpfen? Oh. Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Drum werde ich den Stein akzeptieren. Ich bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Deine Hand, bitte. Sidon werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein. Empfange dies als Zeichen meiner Treue. Dieser Ring gewährt dir fortan jederzeit Zugriff auf meine Macht. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Hört, hört. Sidon, der Weise des Wassers. Ich finde es immer wieder interessant, wie die Weisen, also die alten Weisen, halt immer so Helme trugen, die an die Titanen erinnern. Aus BOTW. Wunderschön.
Link, schön, dass du wieder da bist. Du hast selbst schon gesehen, stimmt's, Link? Toll, oder? Der Schlamm ist weg, keine Spur mehr, weit und breit. Link, dein Mut hat das Dorf dazu und den Einwohner vor einem furchtbaren Schicksal bewahrt. Keine Worte können unseren Dank ausdrücken, oh Held. Wir Soras werden dir auf ewig tief verbunden sein. Und höre, Sidon. Ja, auch Link hast du mit all deiner Macht gekämpft, um das Dorf zu retten. Ein prachtvoller, heldenhafter Einsatz. Wir zweifelten nie, dass du dereinst des Thrones würdig sein würdest. Und nun ist zweifelsfrei der Moment gekommen. Am heutigen Tag wollen wir als König abdanken und unserem Thron dir überlassen. Aber Vater, ist das nicht so plötzlich? Denk doch, ob nicht... Mitnichten, Sohn. Es mag wie ein spontaner Beschluss anmuten, doch den Gedanken tragen wir schon lange im Herzen. Sidon, mein Sohn. Hiermit sollst du als neuer König den Thron besteigen. Nimm Jonas Hand und schenke den Zoras eine goldene Zukunft. Ich... der König? Ich danke dir, o Vater. Du wirst stolz auf mich sein, das verspreche ich dir. Sehr gut, Sohn. So gefällst du uns. Nein, nicht uns, mir. Nun los, kröne meinen neuen König. Der edelste Ritter Hyrule sei Zeuge dieses hehren Augenblicks. Okay, als König muss man also uns sagen, sobald er ein normaler Individuum ist, kann er wieder mir sagen. Interessant. Also wird er quasi auch von einer dritten Person zu quatschen. Ruhe, Ruhe, sag ich! Mit dieser Krone, empfangen vom großen Durefan, diene ich an diesem Tag als König dem Volke der Zoras. Ich finde schade, dass man hier nicht das Ganze synchronisiert hat. Ja. Und ab dieser geschichtsträchtigen Stunde soll nicht nur ich König sein, sondern Jona meine Königin. Der Schrecken des Schlamms ist gebannt. Nun können wir da furchtlos in diesem schönen Himmel schwimmen. Zu verdanken ist dies König Sidon, dem edlen Ritter Link, sowie jedem Einzelnen hier im Dorf. Es ist mir eine Ehre, von nun an Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Doch dies heißt nicht, dass all unsere Probleme nun verflossen sind. So ist es. Solange die Finsternis in Hyrule weilt, ist unser hart erkämpfter Frieden so verwundbar wie eine Seifenblase. Er muss bewahrt werden. Nun liegt es an den Soras, Link zu unterstützen. Helft ihm, so sehr ihr nur könnt. Und auch für Königin Jona und König Sidon, das ist die erste große Aufgabe unserer Regentschaft. Ich mache jetzt auch an, von uns zu, von sich in der dritten Person zu quatschen, oder wie? Ich hoffe mal nicht. Mann, der König jetzt eine Mütze auf. Nun, Link, sprechen wir über Prinzessin Zeldas Verbleib und was er darüber weiß. Als der Mysterienstein empfing, sah ich eine Vision, die Weisen der Zeit, als würde sie vor mir stehen. Ja, wir wissen es, es ist Zelda, das ist alles klar. Wenn Zelda im Dorf erschienen ist und mein Vater gegriffen hat, können sie und die Person, die dann dieselbe sein? Nein, natürlich nicht. Fragen über Fragen. Das Leid, es mir tut, die Antworten werden erhalten wir nur, wenn wir die Prinzessin selbst finden. Link, da ich soeben den Königsthron erstiegen habe, kann ich dich nicht auf deinen Reisen begleiten. Bitte verzeih. Doch ich werde weiterhin nach unseren Erkenntnissen zu unserer verlorenen Prinzessin Zelda suchen. Bitte versprich, dass du echt bald nach dem Dorf Zoras ihr deine Anwesenheit schenkst. Link, du und ich werden für immer durch die Macht der Weiß miteinander verbunden sein. Ach, dann durch die Macht des Wassers wäre auch cool gewesen. Schwur von Sidon, dem Weisen des Wassers. Ja, er schwur. Sidon aus dem Dorf der Zoras. Perfekt, Mann. Du. So. Natürlich Sidon herbeirufen, ne, ist ganz klar. Dann hier, war noch ein bisschen das Maserschwert. Ja, war zu erwarten. Ne, komm, lass mal das Teil. Es wird eh Zeit, die Folge zu beenden, Freunde. Der Rest sieht soweit gut aus. Jo, alles Micobello. Dann sage ich mal, wir werden natürlich hier noch ein bisschen uns in der nächsten Folge weiter umgucken. Sei es wegen Schreinen und natürlich auch wegen irgendwelchen Sidequests und so. Sidon, dass er erstmal hier bleiben muss, da ist klar. Das ist ja gar kein Thema.
Was ich jetzt aber dann, glaube ich, in der nächsten Folge zuerst machen will, ist nochmal im Spähposten gucken. Weil jetzt müssen die Zoras uns da ja auch unterstützen. Eigentlich, wa? Alles Weitere sehen wir nach und nach. Weil von der Story her, hat er gesagt, eigentlich wäre unser nächstes Ziel dann Richtung Kakariko. Wollte ich dann auch überlege, auch mit dem Untergrund noch ein bisschen zu kombinieren. Gerade der Untergrund hier bei den Zoras wäre eine Tatsache, die man eigentlich mal machen könnte. Machen müsste auch. Natürlich der Untergrund nicht zu vergessen bei den Gerudos. Der ist ja auch noch da. Da hat einer nie was gemacht. Wirklich gute Arbeit, ja. Da sind schon ein paar Zoras. Perfekt, Freunde. Da unten die Zoras. Hier oben sind die Orni. Irgendwo fliegen sie rum. Ja, da sind sie schon. Gerudo sind auch schon da. Perfekt, ja. Da sind auch ein paar. Und diskutieren. Ach du Scheinkleister. Die werden ja Spaß haben. Die Flaggen wehen auch schon, wa? Zora, Gerudo, Orni. Hört trotzdem das Hyrule-Symbol drauf, also von der Königsfamilie. Von der Königsfamilie ist auch so ein Ding, wa? Ich meine, wir kennen es noch von praktisch allen älteren Spielen, sei es auch von Ocarina of Time und so. Aber, wenn man in die Vergangenheit blicken, der war der erste König von Hyrule, war ja von dem Symbol nirgendwo die Rede. Gut, vom Triforce selbst vielleicht schon irgendwo mal Verkleidung, aber vom eigentlichen Wappen der Königsfamilie, wie man es auch hier überall sieht am Boden und sonst überall, davon ja gar nichts, sondern einfach nur diese ja, Symbole der Sonau. Aber das wiederum ist ein anderes Thema. Das waren die vier Regionen. Es gibt noch eine weitere Region mit einem Phänomen, genau. Aber wir haben noch Kakariko, wo sie gar nicht aufgeführt ist, aber egal. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, ciao zusammen.